YouTube-Video in diesem neuen Jahr. Diesmal dachte ich mir, ich mache mal so eine kleine Reaction mal zum Anfang des Jahres bei von Instagram, wie es ja tatsächlich schon so als Hintergrund erkennt, nämlich von Magic Jonas, der mir auch folgt dort und da er auch ein paar Reels dort hat und auch da ein paar Zaubertricks da drauf mit hochgeladen hat. Darauf mache ich jetzt meine Reaktion und mal schauen, ob ich es durchschauen kann. Ansonsten kann ich vielleicht auch ein paar kleine Tipps geben. Und ach ja, noch was nebenbei. Ich habe ja bald die 100 Videos geschafft. Ja, okay, mit diesem Video erstmal 99 Videos. Und das 100. Video wollte ich mit euch so keine Premiere machen, sondern kleine Aktion, wie möglich ist, ne? In meinem Rahmen und auch in euren Rahmen. Das jetzt erstmal am Rande. Fangen wir doch mit dem ersten Video an, den er hier erstmal hochgeladen hat. Scheint eher so ein Cardistry-Video zu sein. Aber es sieht auch nicht schlecht aus. Muss ich sagen. Nächstes Video, mal schauen. Also hier war ich schon auch sehr beeindruckend, auch mit den Color Changes. Ich meine, bei den zweiten wäre es auch ein bisschen toll gewesen, finde ich. Also hat er nee, ja, so gemacht einmal. Aber den einen Color Change so gemacht, beim zweiten war das ja. Nee, den meinte ich nicht. Ja, bei denen hier. Der ist jetzt einmal so rüber. Ich weiß ja jetzt, ich kann mir schon denken, wie das funktioniert. So, aber na. Da ist es auch immer ein bisschen empfindlich, ne, von Winkel her, weiß ich ja. Ja, da kann man einmal so zack machen. Ja, einmal so zack. Und da kann man im Prinzip auch eigentlich auch wieder zurück. Gehen. Rein theoretisch oder? Keine Ahnung. Ja, bei dem Color Change weiß ich jedenfalls. Ja, man macht einmal so runter und dann kann man im Prinzip ja wieder hochgehen. Aber ja, sie macht das jetzt einmal hier. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Next Video. Moment, dann mache ich mal wieder Ton jeden Fall sehr sauber ausgeführt, was ich jetzt schon sagen. Kurz Analyse. Ja, okay. Hier wahrscheinlich einmal French Drop und dann irgendwie mit der Hand irgendwie. Ja. Noch einmal so verschwinden lassen. Noch einmal so. Ja, da habe ich jetzt durchaus. Jetzt mal den kleinen Move. Wer kennt jetzt? Jedenfalls rate ich jetzt eher nicht so groß. Aber für unter euch, ne, die jetzt auch etwas mit Münzmagie sich auch etwas auskennen. Ne, French Drop und dann Tischkante und dann fertig.
jeden Fall top ausgeführt. Finde ich schon nice. Ja. Ja, eine 4Ace Production. Ist auch nicht schlecht. Ich meine, das war doch ein auf so ein bisschen angelehnt auch jetzt von den Haido, oder nicht? Ja. Nächster Trick. Ja, erstmal so von der Performance her nicht schlecht. Aber wenn man so ein bisschen beim Ton ein bisschen genauer hinhört, vom Ton her, ne? Bei der einen kleinen Stelle hört man es so ein bisschen, aber kann man ein bisschen drüber hinwechseln. Nämlich jetzt auch gleich hier so ein bisschen an der Stelle, da hört man es kurz, aber ist jetzt auch nicht dramatisch, würde ich mal sagen. Ist trotzdem sehr nice auch gemacht, auch sehr smooth gemacht. Ja, da waren es, wir haben es kurz gehört. Ja, ich würde jetzt auch hier nichts dran kaputt machen. Ich finde es jetzt an sich auch sehr nice gemacht. Das kriege ich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so schnell nachgemacht. Das sind dafür auch schon mal ein Like. Ach ja. Die üblichen Cardistry, ja, sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Okay, schon wieder keine Duplikate. Da bin ich mal gespannt. Okay, Peak 5, mal schauen. Ja, mit einem bestimmten Control. Ja, nach oben kontrolliert. Ach, ich könnte mir durchaus theoretisch denken, wie. Muss ich aber kurz Analyse machen. Ja, erst dachte ich eventuell mit Sprite Crawl, aber sieht doch jetzt ein bisschen anders aus. Respekt. Respekt. When you kiss me, I know you don't care to, but I still want that, yes, that is now. Okay, hier sieht man jetzt nicht so ganz genau, was jetzt hier passiert. Sicherlich einmal so in schneller Folge in Sachen Color Change. Bisschen, ja, auch nice gemacht. Ja. Und eine Notsänger hat er damit hingeschrieben. Ja, auch nice. Nice gemacht, ein Oktopus. Und Fall gefällt's mir auch. Ja, auch sehr toll gemacht, finde ich. Und ja. Ja, praktisch, ne?
Es kann, aber Karte im Ladesteck umwandeln. Kommt auch immer gut an. Ja, bevor das Video jetzt auch ein bisschen zu lang auch wird hier für euch auch. Erstmal war das jetzt erstmal so ein kleiner Einblick. Ich verlinke euch auch erstmal sein Profil, auch erstmal in der Videobeschreibung, dass ihr auch euch das auch einmal anschauen könnt. Aber ich fand es jetzt schon mal so den kleinen Einblick auch sehr nice. Auch wie gesagt, den Magic Jonas finde ich jetzt auch jetzt erstmal auf den ersten Blick sehr nett, auch so ein bisschen, was er da so drauf hat. Und einiges hat er tatsächlich auf dem Kasten, würde ich mal sagen. In diesem Sinne. Ja, und das war jetzt erstmal von meiner Reaktion auf den Zauberkünstler. Wenn es euch gefallen hat, ne, würde es mich freuen auch über ein Like. Und wenn ihr auch gerne weiteres sowas auch nicht mehr verpassen wollt, auch gerne abonnieren. Und wie gesagt, ich werde ja jetzt durchaus als nächstes Video das 100. Video dann kommt, wollte ich euch dann auch gerne bitten, ihr wollt auch durchaus, vielleicht mache ich vielleicht eine kleine Aktion oder ihr könnt auch gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch so eine Aktion wünschen würdet, die ich in den Rahmen von mir auch machen kann. Und ja, das war's jetzt erstmal. Bleibt auch alle gesund. Das Jahr hatte jetzt auch bei mir auch ganz ruhig auch begonnen. Und hoffe, dass ich auch das Jahr auch gut abschließe für mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.